bin Maike Bommefer, bin freigestellte Praxisanleitung auf der Kinderintensivstation. Mein Name ist Christoph Wöpfner, ich bin Praxisanleiter hier auf den Intensiveinheiten im Clemens-Hospital und in der Raffaelsklinik. Und wir begleiten monatlich knapp 35 bis 40 neue Kollegen und Fachweiterbildungsteilnehmer. Das Schöne an dem Konzept Praxisanleiter ist, dass wenn neue Mitarbeiter kommen, wir Ansprechpartner für die sind, die kriegen Mentor an die Hand, wir vereinbaren mit denen Termine und sind eigentlich immer für die da, wenn die Hilfe brauchen, wenn Fragen da sind. Wir sind eigentlich jeden Tag im Haus. Normalerweise ist es so, dass diese Praxisanleiterstellen nicht zu 100% ausgeschrieben sind, sondern es ist immer eine Teilzeitstelle zu 50% oder auch weniger. Bei uns ist es so, dadurch, dass wir 100% freigestellt sind, haben wir Zeit, uns genau um die Bedürfnisse der neuen Mitarbeiter und der Fachbildungsteilnehmer zu kümmern. Also für mich ist das, also dass ich den Praxisanleiter gemacht habe, ist für mich absolut eine Bereicherung, weil ich einfach sehe auch, dass das dem Team etwas bringt. Also es bringt wirklich die Kollegen nach vorne, es bringt Sicherheit ins Team und für mich aber auch. Also ich kann mein Wissen weitergeben, was ich über die Jahre erworben habe. Wer Praxisanleiter werden will, muss halt Freude daran haben, andere Kollegen einzuarbeiten, Freude daran haben, sein Wissen zu teilen. Natürlich muss man sein Wissen auch gut weitergeben. Man muss immer auf dem neuesten Stand sein und sich weiterbilden. Wir kommen aus der Praxis, wir kommen aus der Pflege und wissen genau, wo wir ansetzen müssen, wo wir die Kollegen unterstützen müssen. Also mir hat das schon immer Spaß gemacht, Leute mitzunehmen, sie anzuleiten und zu sehen, dass sie auch das Spaß dran haben und dass sie sich dadurch auch einfach verbessern können. Thank you.